Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Discord Python Bot Programmierung. Nur, dass wir heute nicht programmieren werden, sondern heute zeige ich euch, wie ihr die Source Codes aus unserem GitLab runterladen und selbst verwenden könnt. Das mache ich jetzt deshalb, weil es in der nächsten Folge etwas kompliziert wäre und gleichzeitig das Ganze nicht unbedingt notwendig ist, denn es geht nur um Design. Und deswegen würde ich jetzt hier eine Umfrage starten, ob es überhaupt nötig ist, dass wir das machen oder nicht. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr jetzt schon den Source Code runterladen könnt und bei euch ausführen könnt, sodass ihr den perfekten Global Bot habt. Genau, wir sind hier auf dem letzten Video und da steht ja schon Folge 8.1. Das heißt, man kann vermuten, sollte eigentlich eine 8.2 noch geben. Und das machen wir jetzt hier so ein bisschen mit rein. Und ich veröffentliche alle meine Source Codes der Videos immer unten in der Beschreibung auf unserem GitLab. Das heißt, wir scrollen hier ein bisschen runter und sehen hier Source Codes zu den Videos und klicken da einmal drauf. Dann kommen wir hier direkt ins Repo und sehen hier die ganzen Folgen und hier dann eben auch die Folge 8.2. Wenn wir hier reingucken, wäre das der Source Code von dem Video, was ich eigentlich aufnehmen wollte. Aber wenn wir darauf achten, sind das eigentlich nur Embeds, die da gemacht werden. Und ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt jemandem hier weiterhilft, wenn wir einfach nur Embeds machen, denn das haben wir schon behandelt. Deswegen würde ich sagen, starten wir dann direkt danach mit weiteren coolen Videos, wo ihr auch wirklich was lernen könnt. Und heute zeige ich euch einfach, wie ihr das bei euch jetzt einfügen könnt, vielleicht noch ein bisschen anpassen könnt. Und das sollte dann vielleicht auch ein bisschen einfacher gehen. Vor allen Dingen lernt ihr dadurch gleich mal ein paar Grundlagen in Git, so dass ihr dann direkt auch hier was mitmachen könnt und besser mit den Source Codes umgehen könnt. Denn ich werde demnächst auch mal ein paar kleine Git-Tutorials hochladen oder andere verschiedene Tutorials, mit denen ihr dann bei uns als Community-Projekt mitarbeiten könnt. So. Und das Erste, was ihr hier machen wollt, ihr wollt das jetzt runterladen. Ihr könntet natürlich jetzt einfach hier oben auf Copy File Contents gehen oder Open Raw und dann alles kopieren. Aber das wäre ja langweilig. Wir wollen es natürlich machen, wie es die Profis machen, nämlich mit Git. Denn das Ganze basiert auf Git, das GitLab hier. Und deswegen gehen wir auf die Seite in der Videobeschreibung git-scm.com. Und das ist die offizielle Seite von Git. So, und hier seht ihr jetzt schon auf dem rechten kleinen Monitor, der da auf der Website ist, Download. Das laden wir einmal runter, startet dort auch automatisch und dann installieren wir einmal Git bei euch. Einfach einmal ausführen, zulassen, dann lädt es runter. Gut, ich habe es jetzt schon installiert, deswegen tut das einmal nur updaten. Normalerweise könnt ihr dann noch auswählen, ob ihr noch Git Bash und Git GUI installieren wollt. Braucht ihr nicht unbedingt. Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich das, wenn ich es andersrum installiere, ob man dann die ganzen Optionen noch sieht. Genau, hier sieht man das nochmal. Ihr könnt eben ein Icon auf dem Desktop anlegen, ihr könnt das in den Explorer integrieren. Das habe ich ausgeschalten, weil ich das nicht benutze. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier aber Git Bash hinzufügen. Das ist ziemlich interessant oder ziemlich nützlich. Ich benutze meine PowerShell. Genau, den Rest würde ich so drin lassen und dann halt weiter drücken. Hier habe ich Notepad++ ausgewählt, weil es sehr schön ist. Ihr könnt aber auch einfach den Standard lassen. Ist dann aber ein bisschen komplizierter. Also ich empfehle euch da definitiv Notepad++. Und hier müsst ihr gucken, dass ihr auf jeden Fall Git from the command line and also from third-party software auswählt, damit ihr das zum Beispiel auch von der PowerShell aus ausführen könnt, was wir in diesem Tutorial jetzt machen werden. Genau, hier würde ich einfach Standard lassen. Das ist alles Standard. Wenn ihr auf dem Windows seid, sehr gut, weil dann habt ihr bei euch auf dem PC immer die Standardformatierung bzw. die Standardzeilenumbrüche. Und wenn ihr es aber hochladet, ist es in Unix-Style, also nur mit LF, also \n. Das ist besser, wenn anderes auschecken, vor allen Dingen, wenn dann jemand mal mit Mac arbeitet oder mit Linux, damit da nicht das Ganze durcheinander kommt. Genau, hier, das könnt ihr auch einfach so standardmäßig alles lassen und dann installieren. So, das haben wir jetzt gemacht. Dann müssen wir gucken, wenn ihr PowerShell schon offen habt, müsst ihr die auf jeden Fall einmal neu starten. Und dann geht ihr einfach in den Ordner, wo ihr rein wollt. Zum Beispiel bin ich jetzt hier in einem meiner PyCharms-Ordner. Dann drückt ihr, wie in den vorherigen Videos eventuell auch schon, die Shift-Taste gedrückt, also die Großschreibtaste, und dann einmal rechtsklick. In diesen Ordner, ihr dürft keine Datei ausgewählt haben,
Und dann seht ihr hier PowerShell-Fenster hier öffnen. Das klickt ihr dann an, dann habt ihr das hier so offen. Und jetzt kommt das Coole ins Spiel. Erstmal können wir gucken, ob Git überhaupt da ist. Das heißt, wir machen einfach mal Git und sehen wir, okay, das passt. Wenn nicht, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Dann haben wir Git irgendwie falsch installiert oder es ist noch nicht in unseren Systemvariablen. Dazu könnt ihr hier auch einmal bei Systemumgebungsvariablen gucken. Umgebungsvariablen. Und dann müsste hier in Path bearbeiten irgendwo hier Git drin sein, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hier ist dann Git eben drin, der Command. Wenn das nicht drin ist, dann macht ihr hier einfach neu und fügt hier eben euren Pfad ein, mit, wo Git installiert ist und dann /cmd. Genau, dann müsst ihr einmal PowerShell wieder neu starten und dann sollte das genauso gehen. Und jetzt wollen wir eben ein Repo runterklonen. Das funktioniert über den Klonbefehl, aber erstmal wollen wir jetzt unsere URL haben. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hier zurück auf das Repo, haben hier den Master Branch und schauen jetzt, dass wir hier auf Clone rechts oben klicken und dann Clone with HTTPS. Da einfach Copy URL, wir gehen in unsere PowerShell, machen Git, Clone und fügen das ein. Das könnt ihr mit Rechtsklick oder Steuerung V einfügen und drückt auf Enter. Genau, dann ist das Ganze auch schon runtergeladen. Hier könnt ihr sehen, PyBot, geht hier rein, habt hier Folge 8.2, geht da rein, macht Rechtsklick Open, Open with PyCharm oder könnt es in PyCharm dann direkt öffnen. Und dann habt ihr hier auch schon das fertige Tutorial. Genau, hier tun wir wieder unsere ganzen Einstellungen fixen, da das eine neue Workspace ist. Müssen wir den Interpreter einstellen auf unsere derzeit 3.8 Version oder 3.7, je nachdem, was ihr installiert habt. Und dann habt ihr den kompletten Bot und hier unten könnt ihr dann den Token einfügen. Das macht ihr wie immer auf der Developer-Seite bei den Applications. Geht auf Bot, kopiert euren Token, fügt den da ein. Und jetzt fügen wir eine Konfiguration hinzu, damit wir den starten können. Machen hier wieder Python. Das haben wir alles in den vorherigen Videos schon gemacht, deswegen gehe ich da jetzt nur einmal kurz drüber. Wählen hier den GlobalBot aus. Machen Apply, fertig. Und starten den einmal. Und sehen dann jetzt hier, dass der PyBot online ist. Jetzt können wir mal gucken, ob das so klappt. Jetzt hier Add Global machen. Willkommen im Global Chat von Millionet. Ist einsatzbereit. Und wenn wir dann hier jetzt was schreiben, sollte der eigentlich genau das umändern auf unsere vordefinierten Sachen. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel auf unseren Discord gehen, könnt einen eigenen Server invite nochmal haben. Das könnt ihr alles selber anpassen und zwar macht ihr das hier unten. Da habt ihr dann Invites, die können auch nochmal in der Config stehen. Ich habe es jetzt mal hier reingeschrieben. Und genau, da habt ihr dann einfach einen schönen Discord-GG-Invite, also nur Discord-Invites zum Beispiel. Und das könnt ihr alles hier sogar dann eintragen in Invite. Müsst ihr sogar automatisch einen Invite erstellen für den Server, wo ihr gerade drauf seid. Und dann habt ihr da direkt einen Server-Invite für den Server, wo ihr gerade seid. Und einen Invite jetzt hier für Million-Discord, beziehungsweise für euren eigenen Discord, wo ihr dann diesen Bot verwaltet. Genau, das war es dann auch schon eigentlich von diesem Video wieder. Im nächsten Video machen wir teils, teils. Also wir werden auf jeden Fall ein Git-Tutorial nochmal machen, wo wir richtig mit Git arbeiten, uns einen Account erstellen und dann auch selber mal was Updates hinzufügen können in einem Community-Projekt. Das zeige ich euch alles. Und dann schreibt ihr am besten in die Kommentare rein, was ihr für die nächsten Python-Folgen oder so haben wollt. Ich habe schon sehr viel gesammelt. Und bei 1000 Mitgliedern auf dem Discord kommt natürlich auch das Musikbot-Tutorial, das übrigens auch hier schon liegt. Das heißt, wir können hier bei öffentliche Discord-Bots gucken und hier ein Python-Musikbot-Test. Hier ist sogar schon ein kleiner Musikbot. Allerdings würde ich euch empfehlen, wenn ihr keine Ahnung von diesen genannten Sachen habt, dass ihr da erstmal die Finger von lasst und wartet, bis ich das Tutorial zumache. Denn das ist etwas komplizierter, das alles zu installieren und einzustellen. Da wir hier mit YouTube Download und FFmpeg arbeiten, also quasi einer Konvertierung für MP3. Und genau deswegen auf jeden Fall
abonniert meinen Kanal, kommt auf den Discord drauf. Und was jetzt ganz neu ist, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Ihr könnt ihr Kanalmitglied werden und kriegt direkt vorab Zugriff auf die neuen Videos. Das heißt, Supporter, also egal welche Kategorie ihr auswählt, direkt ab 99 Cent im Monat könnt ihr ein paar Stunden vorher schon das fertige Video sehen, vor allen anderen, vor der Premiere. Und wenn ihr Megamelone auswählt für 9,99 € im Monat, dann kriegt ihr sogar Zugriff auf die Rohdateien. Das heißt, sobald ich ein Video fertig aufgenommen habe und das quasi meinem Cutter Andy schicke, da könnt ihr es schon sehen in der Rohfassung. Das kann teilweise bis zu 4 Wochen sein, bevor das Video wirklich online geht. Das heißt, das würde sich auf jeden Fall super lohnen, wenn ihr sofort die neuesten Infos haben wollt und wissen wollt, wie ihr was programmiert. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und viel Spaß beim Nachprogrammieren bzw. beim Runterkopieren und Bearbeiten und ciao.